Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist mir eine wirklich große Freude und Ehre, hier heute sagen zu dürfen, die Konferenz Gemeinsam gewinnen, Erneuerung durch Streik 3 hat begonnen. Und es ist toll, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Florian Wilde, ich bin gewerkschaftspolitischer Referent bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und habe diese Konferenz zusammen mit meiner Kollegin Fanny Zeise und vielen anderen zusammen vorbereitet. Seit unserer letzten Konferenz in Hannover damals sind nunmehr ziemlich genau, auf den Tag genau sogar, 2 Jahre vergangen. 2 Jahre, in denen viele große und wichtige Auseinandersetzungen stattfanden, in denen große und wichtige Kämpfe geführt wurden, so sehr, dass das Jahr 2015 ja oft als Streikjahr bezeichnet wurde. Wichtige Erfahrungen wurden dabei gesammelt, die diskutiert und ausgewertet werden wollen. Wir haben in den letzten Monaten ordentlich gerödelt, in der Hoffnung, es zu schaffen, euch hier an diesem Wochenende einen Raum für einen solchen Austausch, für Diskussionen bieten zu können. Ich hoffe, dass uns das gelingt und dass auch organisatorisch alles einigermaßen gut klappt. Aber ich glaube auch mit euch als Teilnehmern und Teilnehmerinnen, was soll schon groß schiefgehen? Ich möchte auch gleich zu Anfang an dieser Stelle nochmal mich ganz doll bedanken bei all den vielen, die hier mitgeholfen haben. Auch heute, wir waren den ganzen Tag mit Aufbau beschäftigt, waren in Panik vorher, es kommen nicht genug. Es waren am Ende ganz viele da, die mit angefasst haben und geholfen haben. Dafür ganz vielen Dank. Diese Konferenz wird auch von solidarischen Strukturen aus der Region unterstützt. Ach, da wollte ich heute schon mal darauf hinweisen. Einerseits gibt es das türkische Volkshaus, das euch morgen mittags und abends warmes Essen anbieten wird, gegen 5 Euro Richtwert Spende mehr oder weniger. Wer weniger kann, weniger. Wer mehr kann, gern auch mehr. Und es gibt die interventionistische Linke, die IL aus Frankfurt, die dankenswerterweise das ganze Wochenende für euch Kaffee anbieten wird, die Schnittchen hat, köstliche tolle Sachen. Die große Bitte ist, geht nicht zum Bäcker, geht nicht irgendwie sonst wohin, sondern guckt erstmal, was die Genossinnen da anbieten. Ich sage, es ist exquisit. Ich hatte ein Schnittchen mit Ziegenschmierkäse und Honig. Es war wirklich toll. Wer heute Abend noch Lust hat, weiter zu diskutieren, ein Bierchen zu trinken oder auch die tollen Cocktails, die von der IL angeboten werden, all das gibt es heute Abend drüben in der neuen Mensa. Als wir die erste Konferenz dieser Reihe gemacht haben, 2013, war das in Stuttgart, 2014 dann in Hannover, jetzt sind wir hier. Ich glaube, die Konferenzen haben sich in dieser Zeit stark weiterentwickelt. Sie haben begonnen als Konferenzen mit einem engen Fokus auf Streik- und Arbeitskampfgeschehen. Der Begriff Streikkonferenzen hat sich dann ja auch so eingebürgert. Ich finde ihn auch sehr hübsch, aber wenn man ehrlich ist, hat sich das Spektrum stark erweitert. Und wir versuchen dieses Wochenende breites Spektrum von verschiedenen Aspekten, von konfliktorientierter, von beteiligungsorientierter Gewerkschaftsarbeit in den Blick zu nehmen. Und ich meine, unsere Hoffnung ist ein bisschen, dass diese Konferenzen zu Plattformen einer gewerkschaftlichen Erneuerungsbewegung werden können. Auch das Spektrum an Gewerkschaften, die die Konferenzen mit unterstützen, hat sich im Laufe der Jahre deutlich erweitert. In Stuttgart war das damals Verdi Stuttgart, der damalige Geschäftsführer von Verdi Stuttgart sitzt 2 Plätze neben mir hier heute, der Bernd Rixinger. Dieses Jahr haben wir Verdi, oh Gott, was haben wir jetzt hier? Verdi Frankfurt als Kooperationspartner, wir haben die GEW und die NGG aus Hessen, wir haben die bundesweite Verdi Jugend und wir haben 8 Verwaltungsstände IG Metall aus der Region, die sich gefunden haben, diese Konferenz mit zu unterstützen. Mich macht das wirklich sehr froh und auch ein bisschen stolz, die GEW habe ich glaube ich gesagt, ne? GEW, NGG, Verdi, IG Metall-Gliederungen, genau, also ein breiter Kreis von Gewerkschaftern, das finde ich ist auf jeden Fall eine schöne und wichtige Weiterentwicklung. Hier im Raum sehe ich auch die Rosi Haus zum Beispiel, sitzt hier gleich in der ersten Reihe, die Geschäftsführerin von Verdi Frankfurt, Michael Erhardt als erster Bevollmächtigter der IG Metall hier aus Frankfurt ist dabei, Peter Martin Cox von der NGG, Geschäftsführer Frankfurt, stimmt das, oder Rhein-Main-Region, ist hier dabei. Genau, hallo die Rosi Haus. Peter Martin Cox und Michael Erhardt. Ich glaube, dass gerade in Zeiten, wo ja
die ja durchaus von Spannungen und Abgrenzungskonflikten auch zwischen den DGB-Gewerkschaften untereinander geprägt sind oder wo das immer wieder auftaucht, sind Veranstaltungen wie diese, wo Aktive aus den verschiedenen Gewerkschaften zusammenkommen und gewerkschaftsübergreifend ihre Erfahrungen austauschen und Perspektiven und Strategien diskutieren, ungeheuer wertvoll, das glaube ich wirklich. Genau. Und als letztes, dann höre ich auch auf mit dem Teil, aber auch die Teilnehmerzahlen haben sich sehr schön weiterentwickelt. In Stuttgart waren wir knapp 500, wir waren in Hannover knappe 700. Wir wissen nicht, was dieses Mal passieren wird. Anmeldungen hatten wir über 590 am Schluss, 590 Leute, die sich angemeldet haben formell für diese Konferenz. Das ist ganz schön dolle. Mal schauen, ob wir die 700er Marke knacken. Allein aus Berlin ist noch ein Bus mit 25 Kolleginnen im Stau, aber vielleicht kommen sie nachher rein, vielleicht kriegen sie auch noch einen Applaus, die sind schon länger unterwegs. Genau, ich habe schon viele bekannte Gesichter entdeckt. Für manche hier ist es, glaube ich, zu einer Art Klassentreffen der Klassenkämpfer geworden. Andere sind zum ersten Mal hier. Auch euch ein herzliches Willkommen. Ich höre jetzt hier erstmal an dieser Stelle auf und übergebe an Thomas Händel vom Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung, auch Mitglied des Europaparlamentes für die Linksfraktion dort und aber auch ein gestandener Geschäftsführer, jahrelanger erster Bevollmächtigter der IG Metall in Fürth. Danke, Thomas, dass du gekommen bist. Du kriegst das Wort für eine politische Begrüßung. So, ich brauche das Ding hier. Sorry, aber ich bin Grobmotoriker beim Reden und wenn ich die Hände nicht benutzen kann, kann ich nicht reden. Ich begrüße euch im Namen des Vorstands der Rosa-Luxemburg-Stiftung sehr herzlich zu dieser dritten Streikkonferenz. Ein besonders erfolgreiches Format in der Reihe der vielen Veranstaltungen, die die Stiftung macht. Wir reden über Streik und die Stärkung unserer Streikformen. Ich will eingangs als einer der so manchen Streik angezettelt, organisiert und geleitet hat, ein paar Bemerkungen machen, die vielleicht für diejenigen nicht so neu sind, die schon mal im Streik waren, aber vielleicht für die, die jetzt neu hier sind und das erste Mal sich mit dem Thema intensiver beschäftigen. Streiks stoßen ja gemeinhin immer auf recht große Aufmerksamkeit, die Streiks der letzten Jahre auf besonders große Aufmerksamkeit und sie regen den massiven Widerstand der Unternehmer und zwar in jedem einzelnen Fall, ob bei kleinem Streik oder bei größerem, klar, weil das die Kapitallogik außer Kraft setzt. Wir entziehen ihnen für kurze Zeit manchmal nur die vermeintlich grenzenlose Verfügung über die wahre Arbeitskraft. Streiks sind selten populär. Meistens müssen wir uns häufig auch gegen die Medien, gegen jede Art von Diskreditierung verteidigen. Daran, denke ich, müssen wir arbeiten, auch für die Zukunft. Um Streiks erfolgreich zu führen, braucht es einer großen Anstrengung und einer guten Vorbereitung. Und ich sage dazu, Streiks sind weder romantisch, noch sind sie heroisch. Einer hat es 1977 ganz gut auf den Punkt gebracht, es war der legendäre Bezirksleiter von Baden-Württemberg, vom Bezirk Stuttgart, der IG Metall, er sagte, Streik, nein, das ging mir nie leicht von den Lippen. Ich wusste, was Streik bedeutet. Streik bedeutet zuweilen den Verlust des Arbeitsplatzes, Streik bedeutet Bangigkeit und unentwegte Fragen. Was wird am Ende dieses Streiks stehen? Deshalb habe ich immer, bevor ich dieses Wort Streik aussprach, mich vergewissert, können wir es wagen, müssen wir es wagen, um der Sache willen und des Prinzips wegen. Ich denke, das gilt auch heute noch. Angesichts neuer Formen der Arbeit, angesichts neuer Formen von Firmenorganisation, Dienstleistungs- und Produktionsorganisation, sind heute neue, innovative Formen gewerkschaftlicher Gegenwehr dringend nötig. Vielerorts werden solche Formen erprobt. Neue Kampfformen von Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, offensive Organisierungsprojekte, neue Formen des Warnstreiks und der Beteiligung der Beschäftigten, die Politisierung von Streiks und intensivere Öffentlichkeitsarbeit stärken und können unsere Durchsetzungsfähigkeit stärken und können dazu beitragen,
Gewerkschaftspraxis aus den letzten Jahrzehnten zu erneuern. Mit dieser Konferenz wollen wir ein Forum bieten, um Erfahrungen auszutauschen und auszuwerten, voneinander zu lernen, innovative Strategien und Kampfformen zu diskutieren und vor allem helfen, sie zu verbreitern. Ich freue mich, dass so viele Kolleginnen und Kollegen, schaut dazu Genossinnen und Genossen, Freundinnen und Freunde, damit ich alle erwische, hier an dieser Konferenz teilnehmen. Und ich hoffe auf viele Erfahrungen, die ihr in dieser Konferenz machen könnt. Streik ist nicht nur ein Zitat der Kampf gegen die alltäglichen Gewalttaten des Kapitals. Jetzt klickert's, wer war das, wo war das? Streik ist immer politisch. Da jeder Streik, das allerdings war ein anderer, schrieb Wolfgang Abendroth 1954, notwendig öffentliches Handeln ist und an die Öffentlichkeit appelliert, hält jeder Streik einen politischen Charakter. Klare begriffliche Trennungen und semantische Debatten um die Frage wirtschaftspolitischer Streik oder arbeitsrechtlicher Streik ist deshalb nicht möglich. Schon dadurch verbietet sich eine generalisierende Behauptung des Inhalts, dass jeder politische Streik a priori verfassungs- und rechtswidrig sei. Dieses Wort von Wolfgang Abendroth sollten wir in unserer weiteren Debatte besonders berücksichtigen. Vor allem aber, Kolleginnen und Kollegen, Streik hat immer einen emanzipatorischen Charakter. Er zeigt den Streikenden vielfach, dass sie mehr sind wie das kleine Rädchen im Getriebe. Und die Reaktion der Arbeitgeber in Streiks zeigt ihnen häufig, was von dem schönen Wettergeschwätz von den ach so geschätzten Mitarbeitern denn zu halten ist. Der Interessengegensatz Arbeit und Kapital lässt sich nicht in Luft auflösen. Und zwar trotz aller Bekundungen nicht von Sozialpartnerschaft und von neuer Industriekultur, von neuer kollaborativer Ökonomie und schon gar nicht, das sage ich fettgedruckt, von kooperatistischen Bündnissen für Industrie oder Sonstiges. Die Arbeitgeber nutzen jede Gelegenheit, gewerkschaftliche Gegenmacht zu schwächen. Quasi im Windschatten der Finanzkrise, ich weiß, von was ich rede, als Vorsitzender des Beschäftigungsausschusses im Europäischen Parlament haben wir tagtäglich damit zu tun. Quasi im Windschatten von Finanzkrise und Sparpolitik mehren sich die Vorstöße in ganz Europa gegen gewerkschaftliche Handlungsfreiheit, gegen Arbeitnehmerrechte, gegen Streikrecht, gegen betriebliche Interessenvertretung. Die Widerstandsfähigkeit der Beschäftigten, der Gewerkschaften gegen weiteren Sozialkahlschlag und Sozialabbau soll massiv geschwächt werden. Wir haben zwischenzeitlich in 20 von 28, bald werden es 21 Mitgliedstaaten, in 21 von 28 Mitgliedstaaten in den letzten Jahren ganz massive Einschränkungen der gewerkschaftlichen Handlungsfreiheit gehabt. Beispiel Ungarn. In Ungarn gibt es ein Anti-Gewerkschaftsgesetz mit Verfassungsrang, man kann es also gar nicht einfach ändern. Das verbietet den Gewerkschaften, Arbeitnehmer vor Gericht zu vertreten oder sie überhaupt in irgendwelchen Moderationen zu vertreten. Ein Gewerkschaftssekretär hat nur noch Zutritt zum Betrieb, wenn der Arbeitgeber es ausdrücklich wünscht. Und bevor gestreikt wird, müssen Arbeitgeber und Gewerkschaften gemeinsam die entsprechende Versorgung der Gesamtgesellschaft sicherstellen, sonst entscheiden Gerichte über die Unzulässigkeit von Streiks. In Italien ist die große Gewerkschaft CGIL nach einem Haustarifvertrag mit massivem Abbau von Löhnen und Arbeitsrechten, den sie nicht unterzeichnet hat, nahezu aus dem Betrieb bei Fiat herausgeflogen. Die Büros wurden geräumt, Beiträge nicht eingezogen und sie konnten nicht mal mehr für die Betriebsratswahl kandidieren. Beispiel Griechenland. In Griechenland haben die Institutionen, wie das jetzt heißt, also EZB, IWF, Europäische Kommission und Europäischer Währungsfonds, die Tarifautonomie faktisch abgeschafft. Flächentarifverträge sind verboten, betriebliche Tarifverträge sollen Flächentarifverträge nach unten aufweichen. Das Recht für nicht gewerkschaftliche Arbeitnehmervertretungen
wurde geschaffen, in Unternehmen Tarifverträge abzuschließen. Wohin das führt, wissen wir aufgrund unserer Erfahrungen in der Beratung der griechischen Genossinnen und Genossen. Zwischen 2011 und 2014 wurden 1100 Tarifverträge abgeschlossen, 70% davon von nicht gewerkschaftlichen Betriebsvertretungen, 98,5% davon mit Lohnstopps und Lohnsenkungen. Das ist das Ergebnis der Zerstörung von gewerkschaftlicher Interessenmacht über Politik, über neoliberale Politik von oben. Griechenland steht aktuell vor Verhandlungen über neue Arbeitsgesetze des Landes. Wir haben es hingekriegt, mit einer unabhängigen Expertenkommission Arbeitgeber und Gewerkschaften in Griechenland an den Tisch zu kriegen und dafür zu sorgen, dass jetzt gefordert wird, Rückkehr zum Flächentarifvertrag, Rückkehr zur Tarifautonomie. Auch deshalb bitte ich euch in eurer tagtäglichen Diskussion, trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Parolen, die über Griechenland auch kritisch formuliert werden, die Genossinnen und Genossen, die Kolleginnen und Kollegen in Griechenland brauchen unsere gewerkschaftliche, brauchen unsere Solidarität, damit das nicht weiter nach hinten geht. Wenn sich die Institutionen in Griechenland dort durchsetzen, macht das nicht Halt vor den Grenzen in Europa, dann schwappt das zu uns zurück. Eine Schlussbemerkung. Es gibt Leute, mit denen können wir rauf und runter diskutieren, dass der gewerkschaftliche Streik, auch dass der politische Streik ein demokratisches Grundrecht ist, das man uns nicht absprechen kann. Sie sind meistens nicht davon zu überzeugen. Vielleicht hilft ein ganz einfaches, systemkonformes Argument, um mindestens ein Quäntchen Verständnis für unsere Streiks zu finden. Nämlich ganz einfach, es ist ganz im Sinne des kapitalistischen Systems, denn ein Streik ist nichts anderes als die zeitweilige Verweigerung der Lieferung einer Ware, der Ware Arbeitskraft, weil die Konditionen nicht stimmen. Und an den Schluss setze ich das anders formuliert. Es gibt ein schönes Motto aus dem großen Arbeitskampf um die 35-Stunden-Woche in 1984. Da hatten wir ein Banner, da stand drauf: Ohne Preis kein Fleiß. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.